In Deutschland ist die Infrastruktur rund um das Thema Internet nicht gerade die beste. Das merken wir nicht nur an den langsamen Geschwindigkeiten, die uns die Internetprovider zur Verfügung stellen, sondern das merken wir eben auch an den immer häufigeren Ausfällen. Mir ist es die letzten zwei Tage so gegangen, dass mein Vodafone-Cable-Anschluss, ehemals Kabel Deutschland, mir kein Internet zur Verfügung stellen wollte. Also musste ich auf eine Alternative ausweichen. Der Support von Vodafone war so nett und hat mir immerhin 50 GB Guthaben auf eine Vodafone Callia-Karte geladen. Hat mir jetzt nicht so besonders viel gebracht, da ich hier in einem schlechten Empfangsbereich vom Vodafone-Netz bin. Trotzdem wollen wir uns in diesem Video einmal anschauen, wie wir diese 50 GB nicht nur auf dem Smartphone nutzen können, sondern wie wir in unserer Fritzbox das USB-Tethering konfigurieren können, sodass alle im Haushalt von der Internetleitung profitieren können. Los geht's nach dem Intro. Erstmal erklärt, was das Ganze ist, was wir hier überhaupt machen wollen. Wenn das Internet am DSL- oder Cable-Anschluss ausfällt, dann wäre es doch schön, wenn man eine Alternative hätte. Und tatsächlich stellt das Mobilfunknetz eine Alternative dar. Jetzt kennen viele das vielleicht schon, dass sie auf ihrem Smartphone einen mobilen Hotspot erstellen können. Das hat aber viele Nachteile. Und der größte ist wahrscheinlich, dass das Smartphone halt mit so vielen Geräten entweder schlecht klarkommt oder die Verteilung des WLANs halt einfach mangelhaft ist von dem kleinen Smartphone. Vor allem fügt sich das Ganze halt nicht nahtlos in die bestehende Netzwerkinfrastruktur zu Hause ein. Habe ich also Geräte zum Beispiel mit einem Kabel angeschlossen, bekomme ich die gar nicht in das Netz des Handys rein. Hier bietet uns eine Funktion der Fritzbox aber eine hilfreiche Lösung. Das ist das sogenannte USB-Tethering. Ich kann an die Fritzbox entweder einen USB-Stick anschließen, der 4G-fähig ist, da kommt dann in der Regel eine SIM-Karte rein, oder ich kann direkt ein Smartphone anschließen, das ich in den Tethering-Modus setze. Wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Als erstes gehen wir mal an die Fritzbox und suchen uns da den USB-Port. An den USB-Port schließe ich jetzt mein Handy an. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das USB-Tethering zu aktivieren. Entweder ich gehe einfach in die Einstellungen, in die Netzwerkeinstellungen und suche da nach USB-Tethering und aktiviere das. So musste ich das zum Beispiel hier bei meinem Android 7 Smartphone machen. Eine andere Möglichkeit bei anderen Smartphones kann auch sein, dass in der Push-Nachricht, die man bekommt, wenn man das Smartphone an einen USB-Anschluss anschließt, da steht dann oft sowas wie Laden über USB. Hier kann man dann definieren, ob man das Gerät zur Bildübertragung, zur Dateiübertragung oder eben als USB-Tether-Gerät verwenden möchte. So oder so, ihr findet diese Einstellung und wenn nicht, dann googelt halt einfach mal nach eurem Gerätetyp und wie man hier USB-Tethering aktiviert. Bei den Android-Smartphones, die ich jetzt habe, konnte ich das leicht finden, meistens irgendwo in den Netzwerkeinstellungen. Wenn das Smartphone nun an der Fritzbox angeschlossen ist, dann würde ich sagen, wechseln wir mal zur Web-Oberfläche der Fritzbox. In der Übersicht meiner Fritzbox Cable sehe ich jetzt hier schon direkt nicht verbunden und wechseln auf USB-Tethering. Das heißt, der hat jetzt mein Smartphone schon erkannt. Wir gehen jetzt aber ganz klassisch mal über das Menü rein und dazu klicke ich dann auf Heimnetz und USB-Speicher. Hier sehe ich dann, dass ein Smartphone angeschlossen ist. In meinem Fall das BQ Aquaris U Plus. Hier steht auch dabei Gerätetyp Tethering Gerät und beim Status steht deaktiviert. Da kann ich jetzt direkt draufklicken, dann führt er mich in den Menüpunkt Internet und Mobilfunk. Hier wiederum habe ich jetzt zwei Optionen, das Ganze zu aktivieren. Entweder ich aktiviere es direkt, was ich jetzt in meinem Fall gemacht habe, oder ich sage halt einfach, wenn die andere Internetverbindung, zum Beispiel Cable oder DSL, nicht zustande kommt, dann wechsel doch einfach auf mein Smartphone und erst wenn die andere Verbindung wieder stabil ist, dann kannst du zurückwechseln. Das sollte man allerdings mit Vorsicht genießen, wenn man da dauerhaft eine SIM-Karte dranhängen hat, dann hat man ja nicht wirklich die Kontrolle darüber, wann das ein- und ausgeschaltet wird, deshalb habe ich mich für die manuelle Variante entschieden. Erstaunlich in meinem Fall ist, dass die Verbindung zum Netz relativ schlecht ist, ich aber immerhin eine Latenz bekomme, mit der ich fast auf einen Gaming-Server joinen könnte. Fange ich dann aber an, das Internet zu benutzen, merkt man relativ schnell, dass die Verbindung ziemlich schwach ist und auch die Latenz wieder in die Knie geht.
Besuche ich zum Beispiel die Seite nperf, bekomme ich Geschwindigkeiten zwischen 1 und 2 Mbit. Das liegt jetzt aber halt nur daran, dass ich hier relativ schlechten Empfang habe. Im Prinzip war das schon die ganze Zauberei. Alles, was man machen muss, ist, das Smartphone in den Tethering-Modus zu setzen. Das funktioniert erst, wenn es an die Fritzbox angeschlossen ist per USB-Anschluss. Danach muss man nur die Option in der Fritzbox einstellen, dass das Internet ab jetzt über diesen Tethering-Modus auch verwendet wird, und dann werden alle Geräte, die im Netzwerk der Fritzbox sind, eben mit diesem Internet versorgt. Wie immer gilt, danke fürs Zuschauen, und wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und natürlich über ein Abo dieses Kanals.